Fairness ist heute unser Thema. Was ist Fairness? Das ist ein Schutzlack, was auf die fertige Bilder aufgetragen wird. Und dieser Fairness trägt dazu bei, dass die Bilder lange konserviert werden, dass die Leuchtkraft der Farben noch mehr rauskommt. Und das Wichtigste ist, dass die Oberfläche des Bildes ausgeglichener aussieht. Weil es kann ja manchmal sein, dass die Farben, besonders die Ölfarben, sehr, sehr unterschiedlich glänzen oder matt sind. Und dieser Schutzlack trägt dazu bei, dass sie einfach gleichen Glanz matt oder Hochglanz oder seidenmatt haben. Es gibt ja Fairness für Acrylfarbe, das ist meistens auf Wasserbasis, und Fairness für Ölfarbe, das ist ja auf Harzbasis. Außerdem gibt es ja Fairness Hochglanz, Fairness Seidenmatt und Fairness Matt. Also da kann jeder für sich entscheiden, welchen Fairness er auf die Bilder aufträgt. Acrylfarben trocknen ja schneller, deswegen können wir Fairness relativ schnell nach ein paar Tagen auftragen. Bei Ölfarben sieht es ein bisschen anders aus. Die Ölfarben brauchen ja ziemlich lange und es wird empfohlen, Fairness sogar nach ein paar Monaten, wenn die Farbe komplett durchgetrocknet ist, aufzutragen. Und ich habe hier ein Beispiel. Dieses Bild habe ich ja so vor zweieinhalb Monaten gemalt. Das ist jetzt komplett fertig und ich freue mich darauf, endlich Fairness aufzutragen. Ich entscheide mich meistens für Seidenmatt, weil das sehr schön seidenmatten Glanz hat. Oder matt. Hochglanz benutze ich nicht, weil wenn du Hochglanz aufträgst, du kannst ja die Bilder kaum noch fotografieren, das hat ja sehr, sehr starke Reflexion. Das sieht aus dann wie, Spiegel. Ja? Und außerdem kann man ja mit Sprühdose auftragen, was ich nicht empfehlen würde, weil Sprühen hinterlässt keine einheitliche Oberfläche. Manche Stellen bekommen mehr ab als die anderen, manche weniger. Also, ich trage das mit Pinsel auf, das werde ich euch gleich zeigen. Und außerdem möchte ich jetzt euch zeigen, was ich meinte mit der unruhige, nicht einheitliche Oberfläche anhand dieses Bildes. Hier sieht man zum Beispiel, da hat das Bild mehr Glanz und hier unten ist ja ziemlich matt. Deswegen, oder hier ist ja auch viel mehr Glanz, aber unten ist ja kaum Glanz. Deswegen fairnessen wir jetzt dieses Bild und das bringt ja eine einheitliche Oberfläche. Wir nehmen jetzt so einen flachen Pinsel und gießen wir schon mal drauf. Und streichen wir.
Und so sieht ein gefirnistes Bild aus. Es ist jetzt sehr einheitlich geworden, die Oberfläche, und sehr matt. Also hier seht ihr, das Licht wird nicht mehr so stark reflektiert. Und das war unser Ziel. Sehr wichtig ist, dass ihr euch überzeugt, dass das Bild komplett trocken ist. Sonst kann Firnis ein Bild Oberfläche schädigen. Und noch wichtiger ist, zu Firnissen in einem Raum, wo ihr nicht wohnt, weil Firnis besonders für Ölfarbe stinkt ja ganz schön. Und da muss man natürlich aufpassen. Am besten im Keller, Atelier, Dachboden.